So, und da sind wir wieder bei Minecraft. Da lief direkt die Musik von Anfang an. Ich muss noch mehr Musiksachen da finden. Aber ich habe halt sehr viele Spiele gespielt, wo halt nicht unbedingt immer die beste Mucke war oder wo man nicht darauf geachtet hat. Ich suche ja auch möglichst irgendwas Passendes oder irgendwas, was mir übelst gefallen hat. So, aber wenn hier die ganzen Steine erstmal weg sind, das gefällt mir schon mal besser, weil das sieht nicht mehr so aus, als wenn es irgendwie so ein Gebiet ist, wo ich nicht sein sollte. Gefahr. Na? Gefahr ist dann erstmal weg. Hier dabei, das könnte ich eigentlich auch noch hier irgendwo einsetzen. Hier ist Gold. Na, hätte fast gepasst. Das ist ja auch mal wieder hier. Ja, ich habe einen zu viel abgeschlagen. Zwei zu viel abgeschlagen. Aber wir haben hier direkt das Holz unten, also eigentlich könnte ich es hier direkt auch abbauen. Da muss ich nicht nach oben für. Irgendwo da oben ist einer. Ich will nicht mehr, dass der da ist. Der soll weg. Warum ist das hier so dunkel? So, hier fehlt ein Licht. Warum fehlt da ein Licht? Hier mal frei. Thank you.
fehlt mir natürlich wieder was. Dann werde ich mal eben die Bäume da wegmachen. Ich werde neu einpflanzen, damit ich da ein bisschen mehr wieder rauskriege. Aus dem Ganzen. Die großen hier platt. Okay, endlich wieder ein bisschen. Ja gut, das wird nicht heller, wenn ich das mache, aber es kommt einem dann vor, als wenn es hier ein bisschen freier wäre. Und ich sehe immer weniger. Bald mal oben. Vielleicht sollte ich einfach die Helligkeit höher stellen, aber irgendwie will ich das nicht. Der Baum ist jetzt erstmal weg. Ich sehe ihn nicht mal mehr da oben. Der hier wird wahrscheinlich wachsen, sobald der hier weg ist. Vielleicht. Nicht unbedingt. Okay, hier habe ich direkt richtig gemacht. Das muss sowieso zu. In welche Richtung muss das? So rum, glaube ich. Ist das direkt hier mit dem mit der Fackel zusammen? Da wird schon richtig sein, so. Warum bist du hier? Nee, ich will eine vernünftige Antwort. Okay. Einfach sterben. Vielleicht wollte er einfach nur sterben. Ja, das wird sein. Deswegen sind die meisten hier überhaupt da. Ich merke jetzt immer mehr, wie ich nichts sage, aber ich versuche irgendwie nichts mehr zu sagen, wenn ich das merke. Normalerweise reagiere ich darauf dann direkt, dass ich sage, hey, jetzt muss ich mal was sagen, hey, ich sag jetzt was, bla. So ein Zeug halt, ne? Warum wächst du nicht? Ist doch wohl genügend Platz. Sei denn, du willst noch größer hinauskommen. Thank you.
da wird direkt wieder geschrieben. Ich muss mal wieder in das alte, in die alte Art und Weise, wie ich Videos aufgenommen habe, reinkommen, dass ich wie damals bei The Forest immer am Wochenende erstmal 3 und dann 4 oder andersrum Folgen aufgenommen habe. Und mir dann erstmal eine ganze Woche Ruhe gegeben habe. Ich meine, da habe ich mir nicht Ruhe gegeben, da bin ich dann zur Ausbildung gegangen. Ich habe da auch Vorrat immer aufgenommen. Und jetzt mache ich das immer so, dass ich auf den letzten Drücker aufnehme. Was jetzt auch nicht das Beste ist. Denn dadurch habe ich den Nachteil, dass ich dann übelst keinen Bock habe, überhaupt erstmal was zu tun. Ich brauche einen vernünftigen Terminplan im Endeffekt. Wenn ich den nicht habe, dann funktioniere ich nicht. Jedenfalls nicht so, wie ich das hier jetzt gerade will. So ein Terminplan, das ist gerade das Wichtigste im Moment für mich. Dass ich den kriege. Irgendwas, was mich auch noch wach hält, finde ich gut. Hab immer noch nicht ausprobiert, wie jetzt so Kaffee schmeckt. Und ob ich das überhaupt trinken sollte. Mal austesten könnte man's. Gut, dann machen wir das halt nicht so im Moment. Blöde Schaufel. Das wird alles sehr komisch aussehen für die Leute, die jetzt länger nicht auf den Server gekommen sind. Nur um dann das hier vorzufinden. Ist ja auch was Cooles. So. Ich kann nicht mehr rennen, weil ich nichts gegessen habe. Fuck you, YouTube, ich hasse dieses Wiedergabe angehalten. Lass das mal drin. So ein Video. Sag nicht einfach nach einer Zeit, hörst du eigentlich noch zu? Natürlich höre ich zu. Ich muss dann nicht reingetappt sein für das Zuhören. Zumal das ja auch nichts Schlimmes ist, wenn ich da die ganze Zeit das Weiterlaufen habe. Ist ja nicht irgendwie, dass da irgendwas verschwendet wird oder so. Moment. Oh, Wasser.
Ich habe oben noch Eimer. Wenn ich kein Wasser habe, ist das ein bisschen schwierig, hier jetzt gleich Dingens drauf zu tun. Ey. Jetzt ist wirklich drauf anlegen, du wirst erst sterben. Also du stirbst auf jeden Fall, wenn du mich angreifst. Ich aber nicht. Willst du nicht aufgeben? Willst du nicht deine Waffe niederlegen? Willst du es wirklich riskieren? Findest du nicht, dass das dämlich ist? Ja. Du wirst sterben, das weißt du, oder? Selber schuld. Ich kann da jedenfalls nicht näher ran, ohne dass ich hier jetzt einen Wassereimer habe, weil sonst brennt mir ja alles ab. So, dann holen wir uns mal einen Wassereimer. Und noch ein paar Trichter. Badest du hier? Was willst du? Ist der hier reingeflogen? Du Kopf. Hier direkt schon mal hinstellen. Werde ich das hier mal eben zumachen. Werde ich mich hier runterbauen. Und dann machen wir hier die Lava weg. Geh weg, Lava. Wasser. Mal hier oben. Keine Ahnung, ob es da immer noch ist. Wenn es da wäre, wäre es jetzt auf mich runtergelaufen. Aber das haben wir zugemacht. Von da hinten Wasser. Warum ist da schon wieder ein Schleim?
Mag dich nicht, Schleim. Gut, wirf den Eimer Wasser einfach weg. Brauchst du ja nicht. So, Obsidian-Zeug brauche ich auch nicht. Ich hoffe mal, das kommt nicht dadurch, die Hitze. Und brennt mir dann trotzdem ja alles weg. Natürlich. Das hätte ich dann doch schon lieber. Warum müssen Lava-Sachen auch immer so nervig sein? So einfach. Überall sind die Teile. Einfach alles voll mit dem Zeug. Kann mir gleich hier schon wieder ein neues Portal hinbauen, ey. Ich frage mich überhaupt noch, ob das eine Portal jetzt wieder zu dem selben Punkt führt wie vorher oder nicht. Müsste das hier ja neu aufsetzen. Hier ist das dann auch noch drunter, ey. Nervt halt vollkommen. Könnt ihr ja gleich mal irgendwie Holz draufsetzen und gucken, ob das abbrennt. Ich glaube nicht, aber kann ja sein.
Ich hätte wirklich nicht beide Eimer mit runternehmen müssen. Reicht einer vollkommen. So, war das alles? Sollte ja eigentlich nichts Negatives passieren, wenn ich dort einen tiefer setze. So, dann gucken wir mal, passiert jetzt irgendwas, wenn ich so mache? Brennt das ab? Hm? Tut's das oder nicht? Also es wird auf jeden Fall abbrennen, wenn hier, hier jetzt nochmal drunter was ist und ich das aufmache. Deswegen sollte ich da vielleicht gleich mal gucken, bevor ich hier jetzt alles hinsetze, wie ich es jetzt gerade tue. Eigentlich auch schon hoch machen, aber Spinne irgendwo da oben. Mal hier durch. Keine Ahnung, ob ich hier auf derselben Höhe bin. Höhe ist, glaube ich, auch falsch. Das, was ich suche als Wort. Das ist nicht auf demselben Dingens, wo ich das haben will. Und Diamanten. Weil das Spiel meint, yo! Das brauchst du jetzt. Natürlich muss mich das jetzt wieder nerven. Bei Nerven schaltet sich direkt Google ein, oder was? Okay, gut zu wissen. Das war kein okay Google, das war ein, keine Ahnung, was das war.
So. Jetzt ist das hier richtig. Jetzt kann ich auch den ganzen anderen Rest entfernen und das hier größer machen. Geräumiger. Müsste man sich mal vorstellen, wie toll das sein würde hier, ne? Wenn ich komplett den Fokus drauf legen würde, immer nur an Günthers Paradise weiterzubauen. Ja, das wäre interessant, ne? Aber so wie ich es jetzt mache, ist es halt immer nur, jetzt mache ich mal das, jetzt mache ich mal das. Abwechslung. Wichtig. Sonst wird einem dabei selber langweilig. Und wenn mir selber hierbei langweilig wird, und also dann macht das auch nicht wirklich viel Sinn, hier weiterzumachen. Ich muss da schon für mich selber das Entertainment reinbringen. Ob das für euch entertainend sein muss, also da mache ich ja kein Geheimnis raus, dass mir das eigentlich ziemlich, naja, ist, ne? Wer gucken will, der guckt. Wer nicht gucken will, der geht. Gibt keinen Grund, sich hier zu beschweren. Es sei denn, ich habe irgendwann mal was gemacht, was übelst gut war, wo ihr euch dann denkt, hä, warum macht er das nicht weiter? Das ist doch voll cool, das will ich sehen. Dann kannst du schon sagen, hier, jo, warum machst du da nicht? Das fand ich gut. Warum? Na? Dann hilfst du mir ja auch, indem du sowas sagst, hey, das war cool. Dann weiß ich ja, dass das cool war. Dann mach ich das vielleicht nochmal. Aber das hat bisher noch keiner so wirklich gesagt, außer halt mit The Forest. Aber bei The Forest habe ich ja einen Grund genannt, warum das nicht geht. Jetzt im Moment nicht. Ich möchte nicht von neu anfangen. Dürfte ja wohl verständlich sein. Wenn du richtig viel gebaut hast, willst du nicht von neu anfangen. Macht keinen Sinn. Cobblestone. Ich glaube, ich werde ja aber bald mal beginnen mit den Sprengungen, dass ich das hier erweitere. Dass ich da einen ganz langen Gang dann immer baue und da dann mehrere TNTs hinsetze, die dann nacheinander hochgehen. Und dann kann ich da ja einfach Sachen einfüllen. Insofern da nichts Wichtiges ist, kann ich das ja auch immer machen. Die anderen haben mir hier ja schon extra Gänge gebaut, wo ich das dann relativ easy weiterführen kann.
Wäre doch mal eine Idee, ne? So, ich habe zwei Stacks. Werde ich ins Feuerteil hinbauen. Irgendwie wächst da nix. Glaub, die stelle ich mal um. Das wollte ich, danke, Spiel. Eine Obsidian-Kiste? Ich glaube nicht. Zur Not wird es auch ins Never-Zeug passen, aber auch nicht so komplett. Hier habe ich ja noch Setzlinge, kann ich hier auch alle hinsetzen. Werden wahrscheinlich recht schnell wachsen. Die mache ich da mal weg und tue die woanders hin. Dann kann man hier noch einzelne hin tun. Warum sind die nie gewachsen? Das kann wieder zu. Hier wird locker noch Lava irgendwo drunter sein und das wird mir alles abbrennen, das weiß ich jetzt schon. Oder ich werde hier irgendwie einen Fehler machen, wenn ich irgendwas kaputt schlage und dann Lava freikommt. Ist so locker noch was drunter. Keine Ahnung. Sehe ich nicht. Ich bräuchte noch einen Fichtensetzling, vierten. Reicht mir. So, das große Teil hier müsste ich auch mal wegmachen. Holz habe ich dafür, ich könnte mein ganzes Zeug jetzt erstmal wegtun. In der Zeit, wo ich hochgehe, wird hier eh wieder was wachsen. Erstmal einsortieren, wie spät haben wir. Wir haben schon wieder über die Zeit. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde hier erstmal alles einsortieren und das nötige Zeug, was ich jetzt brauche, alles in mein Inventar packen und dann machen wir dann von dort aus weiter. Ciao.